Euro, glaube ich, das Sack. Und der Sniper 664 hat mir in unserem letzten Marmor-Kalkbatterie-Video den Ratschlag gegeben, einfach mal so eine Autobatterie zu benutzen und da mal Kalk reinzufüllen. Im Grunde ist die Story schnell erzählt. Das Lötteil hier hat es mir durchgehauen, dann endgültig. Und dann habe ich einen neuen Lötkolben gebraucht. Ja. Den einzigen, den ich da noch da hatte, war dieser welche gewesen. Und hier seht ihr es dann schon, 12 Volt, 30 Watt. Hier ist noch eine extra Sicherung reingekommen. Und den gab es für 2,95 Euro beim Polin. Tja, habe ich gedacht, na gut, okay. Hat das Schicksal mal wieder zugeschlagen, ist dein Lötkolben, den du eigentlich schon die ganze Zeit da hättest für freie Energie, freigezockt worden in dein alter Lötkolben, der für die alte 220 Volt Netzspannung gemacht worden ist, eben das Zeitliche gesegnet hat, ne, denn seine Zeit ist jetzt rum. Ja, aber dann fehlte mir noch die passende Batterie hierfür. Diese Go-Kart-Batterien. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die erinnern könnt. Die hatte ich in diesen einen etwas längeren Kristallbatterie-Anomalie-Video gehabt. Das hier ist, glaube ich, sogar noch die Alaun-Hexen-Batterie, jawohl. Hat sich schon währenddessen ab und zu mal ein bisschen umgepolt. Ich glaube, jetzt ist sie bei 3 Volt, aber fragt mich nicht bei welcher Polung. Alles erstmal wurscht, weil ich habe ja auch noch zwei andere von den Batterien da gehabt, die ich ebenfalls mit Alaun-Kristalllösung befüllt hatte. Ja, und wie es da auch anderen von euch gegangen ist, am Anfang hat mir die Leistung nicht gereicht und habe dann noch ein paar Zusätze versucht mit reinzumachen, und je mehr ich da reingekippt habe, umso schlechter wurde es. Am Ende hat meine 20 Watt Lampe, die ich dann immer so als Test dran gehabt habe, die hat dann nur mal eine Minute lang ungefähr, wenn überhaupt, halbwegs mit einer ordentlichen Leuchtstärke geleuchtet und war gleich direkt nach dem Anklemmen dann wieder runtergefallen. Auf 5 oder 6 Volt. Also war überhaupt gar nichts. Tja, und dann kam eben der Tipp. Sniper. Füll doch einfach mal das Zeug in deine Autobatterie. Also, Autobatterie wieder aufgekocht, ne, damit sich die ganzen Kristalle hier drin, unten drin, auch wirklich alle restlos gelöst haben. Dann das Zeug wieder ausgeschüttet. Dann habe ich mir so eine Flasche genommen hier. Habe sie ungefähr bis hierhin mit diesem Weißkalk voll gemacht. Und den Rest habe ich mit Wasser aufgefüllt. Ne. Die war dann komplett voll gewesen. So ein milchiges Flüssigkeitszeugs dann hier drin. Ja, und dann vorsichtig nach und nach hier reingefüllt. Am Anfang war sie so bei 5 Volt ungefähr gewesen. Ich habe sie dann mit normaler, so halb gepulste, ne, mit Pulsweitenmodulation machen die das, glaube ich, mit so einem Netzteil geladen. Und hier seht ihr es schon, die ist jetzt hier bei 15, knapp 16 Volt. Und nimmt immer noch ein bisschen über 100 mA auf. Klingt aber ganz komisch, die Batterie, wenn sie lädt. Schon ein bisschen anders als sonst, ne? Ja. Ist ja gut, Kleiner. Naja, mal schauen, ob wir damit einen Lötkolben ankriegen. Ne? Also mit den Batterien hat es definitiv nicht geklappt. Ich konnte damit kein Fitzel von dem Lötzinn hier weich machen. Mal schauen, wie es jetzt ist. Spannung haben wir alle so ein bisschen im Blick. Ich schalte jetzt mal die Ladung aus.
Gut. Und wir sind immer noch um die 15 Volt. Okay, probieren wir erstmal ein normales Lämpchen und gucken da hinten mal auf die Voltzahl. Ich nehme mal eure Kamera ein bisschen weiter runter, ihr seht doch überhaupt nichts. Moment. Ja, damit dürfte es besser gehen. Ne? Hier rechts oben habt ihr die Voltzahl, könnt ihr schauen und mal sehen, wie hell die ist und auf welche Voltzahl die Batterie zusammenfällt. Aha. Ja, das ist ordentlich hell. Und hier oben sind wir bei noch über 10 Volt. Und hält auch schön. Oh ja. Da ist ordentlich Ampere dahinter. Na, probieren wir mal den Lötkolben aus. Ist wieder bei 11 Volt. Geht langsam wieder ein bisschen höher. Lötkolben ran. Gott, Lötkolben ist dran. Und sie bleibt bei ihren 10 Volt. Das schaut schon nicht schlecht aus. Aha. Mal gucken. Jawohl, es funktioniert. Sehr schön. Okay. Also. Nur mit Kalkbatterie. Geht der Lötkolben. Ist jetzt bei stabil 8 Volt. Okay. Ja, ich glaube, die kann ich noch etwas mehr laden. Aber Amperezahlen her, denke ich, ist das jetzt schon ganz schön ordentlich. Das ist ja so hammerhart krass. Die ist jetzt schon bestimmt über einen Tag an dem Ladegerät hier. Guckt euch das an. 16,5 Volt und nimmt immer noch 600 mA auf. Ne? Also wenn ich jetzt die Ladung ausschalte, die fällt nicht sehr weit zurück. Ne? Das ist nicht sehr schnell. Ja, ich lade sie jetzt erstmal trotzdem noch ein bisschen weiter. Sie ist handwarm. Und wenn sie lädt, jetzt sind wir natürlich also kurz ganz rüber gegangen. Vollausschlag. Ja, was so ein bisschen Kalk doch ausmachen kann. Ja, bei der hier habe ich jetzt nämlich eine fettere Mischung genommen. Ja, bei der anderen Batterie von vorhin habt ihr mitbekommen, dass da oben zumindest, hier kann man es jetzt nicht ganz so gut sehen, das ist jedenfalls bis hier ist jetzt das Level, als ich aufgefüllt hatte, war es genau hier, jetzt durchs Laden sind wir schon über dem Level, über dem Upper Level. Ja, und hier ist die Mischung viel dicker gewesen, da habe ich meine Flasche, wo ist sie? An. Da ist die Flasche, die habe ich komplett voll gemacht mit diesem Weißkalkzeug, dann mit Wasser aufgefüllt, dann ist es bis hier ungefähr zusammengesackt, dann habe ich den Rest nochmal mit Kalk aufgefüllt und dann nochmal Wasser rein, alles richtig schön vermischt. Ja, und dann hat diese Flasche haargenau gefüllt für diese Füllung. Ja, und jetzt habe ich eine richtige fette Soße drin. Mal gucken, wie lange sie halbwegs flüssig bleibt. Aber das sieht doch schon sehr schön aus. Oh, es hört und hört nicht auf mit Laden. So, jetzt sind 24 Stunden mindestens rum. Ich schätze mal so 30, vielleicht sogar schon 36 Stunden am Ladegerät. Zwischenzeitlich ist unser Zeiger mal auf über 700 mA gewesen. Die 800 hat er nicht erreicht, jedenfalls solange ich hingeschaut habe. Ich habe ja auch mal so 6-7 Stunden geschlafen zwischendurch.
Und ja, als ich dann heute früh in Anführungszeichen nach dem Aufwachen aufgestanden bin, war glaube ich noch bei 600 und jetzt ist später Nachmittag, ne? Und wir sind schon wieder knapp bei 400. Das ist also ein Zeichen dafür, dass er jetzt so langsam voll wird. Ich habe aber keine Geduld mehr jetzt zu warten, bis der Zeiger komplett auf Null ist. Also ich könnte jetzt noch weiter warten, ne? Die zieht ja immer noch schön 400 mA. Oder wird reingedrückt, besser gesagt, und wir sind bei 16 Volt. Ja, parallel dazu habe ich letzte Nacht die erste, ja, hier sieht man es nochmal schön von der Seite, ne? So schaut die erste Batterie aus. Ich glaube, unten drin habe ich doch noch ein bisschen Kristall von meinen vorherigen Versuchen, da ist nichts Weißes. Dann geht ab hier dieses Weißkalkzeug los und hier oben drauf ist noch so eine Schicht durchsichtiges Wasser. Ne? Das war diese erste Mischung gewesen, die nicht ganz so fett war, wenn man es so sagen kann. Und hier ist dann die richtig fette Mischung gewesen. Ja, die sieht jetzt so hier aus. Sieht man da ein bisschen was? Ja, so ungefähr ein bisschen, ne? Ja, obendrauf ist noch ein kleines bisschen flüssig. Hier und da blubbert mal noch etwas. Aber kochen tut die definitiv nicht. Hier gar nichts zum Beispiel. Ja, na, gucken wir mal, was er an Leistung hat. Härtetest. Mit der selbst gebastelten Carbonfaserheizung. Mal schauen, ob die funktioniert. Bis jetzt hat es nicht so richtig geklappt mit den Alone-Batterien, die ich da hatte. Also zumindest die Alone-Lösungen, die ich in diese Batterien gefüllt habe. Jedes Mal zusammengebrochen. Und ich konnte nur ganz, ganz kurz etwas Wärme genießen. Mal gucken, ob das jetzt länger funktioniert. Hier habe ich so einen Power-Analyzer mal mit dazwischen gehangen. Schaltet ab 6,5 Volt, glaube ich, aus. Ich hoffe mal, so weit kommen wir nicht runter. Und dann können wir hier drauf unsere Amperezahlen beobachten. So, ja, ich bin gespannt. Wir nehmen zuerst die, ja, mit normalem Strom geladene Batterie, ne? Hier hinten die. So. Also hier ist der Plus. Hier ist der Plus. Gut. Und da ist der Minus. Power Source. Ach so, halt. Ich bin auch blöd. Na gut. Ha, unten verklemmt. Da müssen wir hier. Da Minus und da Plus. So, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber zumindest geht's jetzt. So, wir wollen Watt haben. Bei 12,46 Volt. Ist unsere Batterie jetzt. Und das ist noch nicht angeschlossen. So. Ihr beobachtet mal schön, was sich hierbei tut, wenn ich Kabel hier anschließt, ne? Ich sag, wann es losgeht. Sieht man was, ne? Okay, und ich schließe an jetzt. 3 Ampere zieht's. Ah, und wird sofort warm. Ha, schön. Aha. 3 Ampere. Mal schauen, wie viel drin ist in der Batterie. So, das war es jetzt gewesen. 0,327 Amperestunden jetzt. Ja, das sind wir zumindest bis 7 Volt. Noch ziemlich weit entfernt von den 24 Amperestunden, wie es normal mit Bleisäure zu sein hätte. Ja, gut, dann probieren wir mal die Bedini-Methode, ne?
Die mit Bedini geladene Batterie ist nur bei 10,18 Volt. Da ist die Mischung ja auch viel, viel dünner als bei der anderen und komm her, Fokus. Dem ist es zu dunkel hier, glaube ich. So, hier hast du es, ne? Na, bleib schön so. So, gut, fein. Gut, mal gucken, ob da mehr Ampere drin sind. Oha. Tja, sofort zusammengebrochen. Generiert sich zwar auch gleich wieder, aber da war ja gar nichts. Tja, also mit normalem Ladegerät und richtig fetter Mischung hat man ein bisschen was. Aber ich glaube, die richtigen Zusatzstoffe fehlen da noch, wa? Na gut, vom Prinzip her funktioniert es erstmal schon. Allerdings so berauschend, wie wir das da vielleicht erwartet hätten, ist es bei weitem noch nicht.